Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem Faszienfit. Wir machen uns heute faszial fit, das heißt, wir straffen unser Bindegewebe heute, wir formen unsere Figur und wir machen uns geschmeidig und beweglich, denn Faszien geben uns ja einerseits die Beweglichkeit und andererseits aber auch die Stabilität. Faszien formen uns tatsächlich, die oberflächliche Faszie formt unsere Figur und die tiefen Faszien geben uns Stabilität und natürlich auch Halt, denn sie umkleiden die Organe, sie umkleiden die Muskulatur, sie sind wirklich in unserem ganzen Körper, durchziehen unseren ganzen Körper und halten uns stabil. Genau, das machen wir heute. Fühl in dich hinein, nimm dich wahr, denn Faszien, sagt man auch, sind unser sechster Sinn, unser größtes Sinnes- und Wahrnehmungsorgan. Also spür einfach mal, wie du dich vorher und nachher jetzt so fühlst. Wir fangen hüftschmal geöffnet an. Ich komme so ein bisschen seitlich zu dir, dann siehst du mich besser. Heb dich erstmal hier im Brustbein, die Knie etwas durchlässig, Schultern zurück und jetzt beginne ganz entspannt mal nur deinen Schultergürtel zu bewegen. Lass den Atem fließen und mach eine weiche Bewegung. Weiche, leise Bewegungen sind immer faszial. Muskulär, es ist immer laut und härter. Also versuch dich wirklich geschmeidig zu bewegen. Werde etwas größer, nimm deine Ellbogen mit. Werde noch etwas größer und zieh dich jetzt in Richtung Decke, mal rechts, mal links. Jetzt achte darauf, mal deine Handflächen nach oben zu schieben, die Finger so richtig spreizen und mal auch deine Handrücken nach oben zu schieben. Und das nicht nur nach oben, sondern mal in alle möglichen Richtungen und gern auch deine Beine schon etwas mitnehmen in die Bewegung. Denk immer daran, wir haben den Faszienkörper, der uns komplett umkleidet und durchzieht, also versuch dich in diesem Faszienkörper zu bewegen und es gibt auch keine Bewegung, die nicht richtig ist. Alles ist richtig. Dieses Ziehen und Dehnen aktiviert unsere Rezeptoren. Wir fühlen uns bestimmt gleich wacher und durchblutet natürlich auch unsere Muskulatur. Und wenn wir uns jetzt bewegen anfangen, dann ist diese Flüssigkeit innerhalb der Faszien, kann man sich vorstellen, wie harte Butter, die man aus dem Kühlschrank nimmt. Und wenn wir uns gleich bewegen, dann wird die immer wärmer und dadurch auch weicher und wir fühlen uns geschmeidiger. Jetzt nimmst du mal deine rechte Hand mit der linken, beug dein rechtes Knie, zieh dich lang. Nimm deine linke mit der rechten, beug dein linkes Knie. Und deine Beine so ein bisschen öffnen. Zieh dich in die Seite. Jawohl, dann bleibst du nochmal stehen, löst deine Arme, lockerst Rücken nochmal aus, nimmst deine Handflächen jetzt nochmal nach vorne und schiebst sie nach außen, öffne dein Brustbein und mit dem Ausatmen Handrücken rund werden. Einatmen, dich so richtig aufdehnen, ausatmen, rund. Und das Ganze hier auch wieder in unterschiedlichsten Positionen. Einmal gleiche Seite und klapp deine Handgelenke richtig um. Dann müsstest du diese ganze frontale Linie, frontale Armlinie nennt sich die, spüren. Bleib noch einmal wieder in der Mitte, lass locker und pendel rechts und links jetzt deine Arme gegengleich, sodass du mit deinem Rumpf in die Rotation kommst. Dich da ein bisschen mitdrehst, nimm deine Knie mit und lass dich wirklich wieder locker fallen. Nimm jetzt beide Arme nach oben, hoch und komm locker hier tief. Nimm hoch und locker tief. Mach nur weiter, wenn du jetzt hochkommst, ziehst du dich mal nach rechts und wieder ausatmen, nach links und einmal rechts, einmal links im Wechsel
Und gerne ziehst du dich da jetzt nochmal bewusst noch länger. Und nur den oberen Rücken beugen. Muss gar nicht mehr sein. Aus dieser Faszie im Rücken dich nach oben katapultieren. Letztes Mal. Halte hier. Öffne deine Arme. Lass hier nochmal ganz entspannt kreisen. Und verlagere dein Körpergewicht nach rechts und links. Und jetzt schwingen deine Arme beide einmal mit. Und du nimmst sie wirklich von der einen zur anderen Seite. Nimm mal nur deinen rechten Arm, ziehen. Wechseln, andere Seite, ganz locker lassen. Und noch einmal beide Arme. Und jetzt versuchst du mal beide Arme, bleib mal auf der linken Seite, nach oben zu nehmen. Und wenn du jetzt nach rechts kommst, machst du einen Schritt und kommst nach oben, nach links und pendelst dich aus. Also hoch und tief hoch. Ein bisschen wie ein Fächer, der sich aufmacht. Groß werden. Nacheinander. Jawohl. Versuch locker zu schwingen. Letzten zwei noch. Und noch einmal nur der rechte Arm. Komm jetzt hoch, komm in die Grätsche und schwing ihn nach unten. Nochmal. Oberkörper geht mit. Oben Stabilität und hier Lockerheit. Beim nächsten Mal nimmst du dein linkes Bein mit nach oben. Das heißt, du kommst tief, kommst hoch, kommst tief und hoch. Noch einmal, bleib hier oben, halte dich in der Balance. Jetzt klapp nochmal dein Handgelenk um und versuch mit dem Bein nach hinten zu ziehen und dein Arm zieh zurück. Spannung im Bauch. Zurück. Ganz kleine. Halte nochmal und komm wieder zur Mitte. Arm wechseln. Tief und hoch. Kurze Spannung oben spüren. Dann Knie tief gehen. Und beim nächsten Mal nimmst du dein rechtes Bein mit. Tief und hoch. Gleich immer die Spannung oben spüren. Bleib jetzt noch mal oben, halte hier, nimm deine linke Hand, klapp sie um und zieh dein rechtes Bein jetzt zurück. Diese frontale Linie aufdehnen. Halte und komm noch einmal tief in die Grätsche, locker lassen. Jetzt gehst du noch mit beiden Armen tief, kommst richtig weit nach unten, spannst dich hier auf. Komm richtig tief, spann dich auf. Spür die Kraft deiner Beine. Und wenn du hochkommst, kommst du auf die Fußspitzen. Zieh dich rauf und komm nochmal tief. Komm hoch und tief. Knie, es darf wackeln. Die Knie wirklich Richtung Fußspitzen ziehen lassen. Spannung in der Mitte.
Noch vier, drei, zwei. Halte oben, halte und komm wieder zurück. Löse deine Arme, locker deine Beine aus. Sehr gut. Schon auch ein bisschen warm? Gut. Komm einmal nach unten. Und zwar gehst du an den Rand deiner Matte und rollst dich mal langsam ab. Kopf beginnt. Roll dich mal tief, nimm deine Hände auf den Boden. Du kannst die Knie gerne beugen. Schieb dich nach vorne, bis du in einem herabschauenden Hund bist. Fersen schieben in Richtung Boden. Die Schultern entspannen, dein Steißbein. Zieh in Richtung Decke, du kannst auch gern die Knie gebeugt lassen. Feder jetzt mit deinem Brustbein in Richtung Oberschenkel. Ganz sanft. Dehnst deine ganze Rückenlinie auf. Komm dann mit deinen Knien nach unten. Und mach deinen Rücken rund, Kopf rein. Und einatmend nach vorne schauen. Nochmal ausatmend rund. Und einatmend nach vorne. Spür jetzt, wie du nach unten deine vordere Linie aufdehnst. Wenn du nach oben gehst, deine Rückenlinie. Und jetzt kombinieren wir noch ein Stück dazu. Das heißt, wir nehmen jetzt einmal das rechte Bein, ziehen das Knie ran, atmen ein. Zieh die Fußspitze, wirklich die Fußspitze in Richtung Decke. Du kannst es entweder langsam geführt machen oder du traust dich, etwas schneller zu werden. Letztes Mal. Halte, setz kurz ab und entspanne dich einen Moment. Lass die Stirn auf deinen Händen liegen. Vielleicht spürst du auch mal diese Körperhälften jetzt, wie sich deine Seiten so anfühlen. Bestimmt unterschiedlich. Und du machst es nur so, wie es für dich okay ist. So, wie du dich wohlfühlst. Also entweder geführt oder wirklich mit Vorspannung der Faszien. Letzte Seite. Noch einmal nach vorne kommen. Hände unter die Schultern. Zieh dich raus aus deinem Schultergürtel. Nimm dein linkes Bein. Mach dich rund. Wenn du möchtest, wieder geführt die Bewegung. Oder kommst aus dieser Vorspannung nach vorne. Letztes Mal und absetzen, entspannen, noch einmal zurück und locker lassen. Und dann kommst du noch mal vor, setz dich einfach mal nach vorne ab, zieh deine Beine durch, roll dich einmal tief in die Rückenlage. Jetzt wollen wir noch eine Übung machen, die die Vorderseite stärkt. Nimm dann dazu nochmal beide Beine nach oben. Nimm deine Hände auf deine Oberschenkel. Und mit dem Ausatmen gibst du jetzt mal Druck mit den Handballen und mit den Knien zurück. Also richtig Druck. Einatmen, wieder lösen. Ausatmen, Druck. Einatmen, lösen. Ich hoffe, du spürst den Bauch. Natürlich auch Hüftbeuger, Oberschenkel, der Nacken ist aber entspannt.
Noch zweimal. Bleib jetzt, halte nochmal die Spannung so fest, wie du kannst. Schieb, schieb, schieb. Atmen und lösen. Einmal die Füße nacheinander aufstellen, Fußsohlen zusammen. Lass deine Knie nach außen kippen, die Handflächen in Richtung Decke und lass jetzt mal richtig locker. Spür die Dehnung in der Innenseite. Versuch in den Bauch ein- und auszuatmen. Lass deinen Schultergürtel entspannt, deinen Nacken entspannt. Deine Arme ein Stück weiter nach außen. Lass deine Knie beide auf einer Seite. Nimm den Kopf und dreh ihn zur Gegenseite. Kommst du nacheinander wieder zur Mitte. Zusammen zur anderen Seite. Kopf zur Gegenseite. Dann kommst du nacheinander wieder zur Mitte, nimmst ein Bein, ziehst dich mit dem Bein nach oben. Lass locker, komm eins weiter auf deine Knie, komm auf deine Füße und schieb mit deinen Händen so weit zurück, bis du bei deinen Füßen ankommst. Und wenn du hier bist, lass die Knie gern gebeugt und strecke und beuge jetzt nochmal deine Beine im Wechsel. So weit, wie die Hände am Boden bleiben können. Dann beugst du beide Knie, stütz dich auf die Oberschenkel ab. Schau nochmal nach vorne, mach deinen Rücken ganz gerade. Noch einmal rund. Noch einmal nach vorne schauen. Noch einmal rund. Nach vorne. Wenn du hier bist, dann richtest du dich ganz gerade jetzt nach oben auf. Lass nochmal die Schultern fallen. Einmal ganz kurz dich wahrnehmen. Wie fühlst du dich jetzt? Aufrechter vielleicht? Stabiler wie vorher. Vielleicht hast du auch eine bessere Körperwahrnehmung jetzt. Deine Rezeptoren sind aktiv geworden. Und ich hoffe, du spürst deine Körpermitte, die Stabilität hier. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen unsere Rezeptoren aufwecken, indem wir anfangen, uns zu schütteln. Dazu die Knie. Es darf auch langsamer sein oder schneller. Beugen und strecken, dich rütteln und schütteln, die Arme locker lassen. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, freue ich mich über ein Gefällt mir oder einen netten Kommentar. Ganz einfach, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, freue ich mich auch. Vielleicht hast du auch Lust, das Video zu teilen. Bleib noch mal mit dir stehen. Und jetzt merkst du die Rezeptoren, oder? Ruhig mal kommentieren, wie es dir so geht nach den Bewegungen. Atme ein, mach dich lang. Atme aus. Lass locker, atme ein, atme aus. Streck dich jetzt nochmal, räkel dich. Wenn du Lust hast, kannst du gerne meine Arbeit wertschätzen. Freue ich mich mit zum Beispiel 2,50 Euro oder 5 Euro. Das steht unten beim Mehr ansehen. Klick einfach mal drauf, da kommst du auf den Link. Deine Unterstützung. Räkeln und strecken. Öffne nochmal deine Arme. Sei stolz und aufrecht. Atme aus und entspanne dich.
vielen Dank fürs Mitmachen bis zum Schluss. Perfekt. Also wie gesagt, ich freue mich auch, wenn du ganz einfach beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn du Lust hast, geh auf meinen Kanal. Da findest du die Videos geordnet, inzwischen über 1000 Videos. Also schau mal, da habe ich ein bisschen Ordnung geschaffen, in Rubriken geordnet, in verschiedene Playlists. Oder bis zum nächsten Workout hier auf YouTube.